Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Ach, es ist wunderbar. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Wir stehen mitten in Locarno. Da oben fliegen wieder die Hubschrauber rum. Die fliegen hier überall rum. Das sind ja arme Leute, die kriegen ihre Baumaterialien nicht mit dem LKW gebracht, sondern die werden auch geflogen. Ja, rumpelt und pumpelt und rattert hier den ganzen Tag. So. Parkplatz. Wohnmobilparkplatz. Mitten in Locarno. Der Willi ist jetzt schon fertig und haben noch eine wichtige Aufgabe vor uns. Ja, Aktion Quellfrisch startet wieder. Wir müssen in den Koop. Frühstücken müssen wir auch noch und wir sehen uns dann auf der Fahrt oder am Koop. Die Conny ist noch drin. Noch in der Maske, damit sie vor die Kamera kann. Wir nehmen euch heute mit durch den Tag. Es geht wieder über den Alpenhauptkamm. Nicht nur Aktion Quellfrisch startet, Aktion Rösti ist auch schon am Anlaufen. Und an den NC wollen wir noch. Schauen wir mal, ob wir hinkommen. Also, kommt mit! Ein wenig Stellplatzromantik möchte ich euch aber doch nicht vorenthalten. Das ist die Umgebung des Stellplatzes. Handelt sich hier wohl um ein altes Gewerbe- oder Industriegebiet. Ihr seht hier Müll, werdet da los, kein Problem. Hier zahlt ihr eure Parkgebühren, geht aber auch mit Easy Park wunderbar zu machen. Entsorgen könnt ihr, Wasser kriegt ihr. Muss gemünzt werden, aber auch kein Problem. Und ansonsten heute Morgen ziemlich leer. Jo, das schöne Plätzchen wird es nicht mehr allzu lange geben. Hier soll irgendwas bebaut werden. Ich hoffe nur, die Stadt Locarno findet einen kleinen Ersatz dafür. Weil sowas ist doch schon was Schönes mit in der Stadt. Und aus Gründen fällt das Frühstück im Willi aus. Wir sind hier im Korb. Hier gibt es Frühstück. Sogar einigermaßen preiswert für Schweizer Verhältnisse. Nur war mal wieder so dusselig, haben die falsche Taste gedrückt. Jetzt haben wir heiße Milch statt heißen Kaffee. Naja, dann halt so. Erinnert euch, hier waren wir schon mal, da sind wir aber von der anderen Seite hochgekommen. Jetzt haben wir beide. Jetzt können wir abhaken. Dann war das Zielfoto, kein Zielbier. Muss ja noch ein bisschen fahren. Mal Conny. Conny, komm mal her. Komm, da machen wir mit dir gemeinsam drauf. Da kommen sie. Guck. Da ist die Conny. Zack. Da ist das Schild. Ja. Hier ist noch ein Foto und dann geht es wieder abwärts. Hab so langsam leichten Hunger.
Ja, wenn die Bilder von der Anfahrt was geworden sind, wovon ich ausgehe, dann ahnen oder wissen die Kenner von euch ja, wo wir jetzt sind. Am Lago di Lei. Knapp 2000 Meter hoch. Da hinten ist gleich die italienische Grenze. Wir stehen noch auf Schweizer Gebiet. Und hinter mir der See. Da drüben hat Conny einen Wasserfall entdeckt. Da laufen wir jetzt hin. Schönes Plätzchen hier. Und hier bleiben wir auch die Nacht. Sofern uns nicht irgendwelche Gendarmen hier vertreiben. Aber gehen wir nicht von aus. Also, kleiner Spaziergang rüber auf die andere Seite. Schauen wir mal. Der Lago di Lei ist ein Stausee im südlichen Teil der Schweiz. Der größte Teil des Sees liegt allerdings auf italienischem Gebiet. Mit einer Fläche von 3,3 Quadratkilometer ist er einer der größten Seen im Kanton Graubünden. Er liegt inmitten einer atemberaubenden Berglandschaft und wird von den umliegenden Gipfeln wie dem Pizzo di Dolste dominiert. Er wurde in den 50er Jahren durch den Bau des gleichnamigen Staudamms geschaffen, um Energie für die Schweiz zu erzeugen. Der Staudamm ist einer der höchsten Europas und staut das Wasser des Flusses Hinterrhein, der aus dem Puschlaff kommt. Wichtig zu erwähnen, dass der Lago di Lei nicht nur wegen seiner landschaftlichen Schönheit bekannt ist, sondern auch aufgrund von Kontroversen im Zusammenhang mit dem Bau des Staudamms. Der Bau führte zur Überflutung des gleichnamigen Dorfes Lei, das zuvor an dieser Stelle existierte, und zwang die Bewohner zur Umsiedlung. Der Lago di Lei ist ein wichtiger Beitrag zur Energieerzeugung der Region und spielt eine bedeutende Rolle in der Stromversorgung der Schweiz.
Während des Zweiten Weltkrieges befürchteten die Schweizer eine mögliche Invasion durch Italien. Das Val di Lei war Teil eines umfangreichen Befestigungssystems entlang der Schweizer Südgrenze, das als Reduit bekannt ist. Es gibt auch noch eine informative Ausstellung zum Wasserkraftwerk. Diese Ausstellung bietet den Besuchern die Möglichkeit, mehr über die Geschichte, den Bau und die Funktionsweise des Wasserkraftwerks zu erfahren, das den See speist und große Teile der Schweiz mit Strom versorgt. So, jetzt haben wir die Heizung angemacht. Ist frisch draußen. Bei uns gibt es Eiernudeln mit Käse, Käsenudeln mit Ei, whatever, wie ihr das auch nennt. Also gekochte Nudeln gebraten mit Ei drüber. Für mich mit Käse. Ich mag das so nicht. Und eine Flasche Villa Luise. Haben wir noch im Kühlschrank gefunden. Die werden wir noch trinken. Und dann machen wir hier Feierabend. Also, heute ging es wieder rauf und runter und rauf und runter und an den See. Wir sind immer noch alleine. Super. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt gerne unserem Kanal. Auch gerne Daumen nach oben, darüber freuen wir uns sehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Nächstes Video geht's in die Bierstadt, habe ich die Befürchtung heute. Ne? Conny Wesen. Ich glaube, nächstes Mal kommt wieder Bierfest. Also? Also, das war's dann von uns für heute. Und ich sag bis denne.